Yo Leute, Schroffi hier und ich habe traurige Nachrichten für euch. Und zwar, heute gibt es leider keinen One Piece Samurai Sunday. Denn der One Piece Samurai Sunday ist für immer zu Ende. Wano Kuni ist nun zu Ende. Der Anime wird jetzt in einen Filler-Arc gehen und das für 50. Nein, Spaß, alles gut. Okay, folgendes, wir haben Filler. Wir haben jetzt diese Folge von heute und noch eine weitere Folge nächste Woche. Filler für den Stampede-Film, der bald kommt. Also die Handlung, die wir hier in der Folge bekommen haben, die ist total egal, im Prinzip. Also die soll das aufbauen, wohin Ruffy geht, zum Piratenfestival, und da gibt es einen riesen fetten Clash. So ein bisschen Battle Royale mäßig, muss man sagen. Also Toei Animation hat da für sich vielleicht irgendwo einen Plot abgeschaut, den sie in letzter Zeit gemacht haben, also nicht irgendwie geklaut oder so, aber ja, so einen ähnlichen Vibe könnte das Ganze haben. Wie dem auch sei, die Folge an sich war also eine Filler-Folge. Sie gehört nicht nach Wano Kuni dazu und wir kommen bald wieder zu Wano Kuni. Der Film an sich, Stampede, ist ja schon ein bisschen länger raus. Also der Trailer dazu ist ein bisschen länger raus und es sieht einfach knackig aus. Toonimation liefert einfach insane was ab. Die Shonen, Dragon Ball und One Piece sind aktuell mega knackig. Diese Folge ist nicht so knackig. Also man merkt, die Farben sind nicht so nice und das Ganze allgemein ist nicht so nice. Was egal ist, weil es eine Filler-Folge ist. Ich war total zufrieden damit. Ich komme nochmal gleich dazu, wie die Folge an sich war. Aber ich meine, es ist nicht schlimm. Es ist in Ordnung, dass die Folge so ist, und ich freue mich, wenn wir wieder nach Wano Kuni gehen, denn in 10 Folgen plus oder so ist da ganz schön was los, also können wir uns freuen. Stampede sieht aber verdammt nochmal nice aus. Stampede ist ziemlich clean und ich denke nicht, dass die es hinbekommen werden, den Vibe vom Broly-Movie zu bekommen, weil der Broly-Movie, der übrigens am 30.07. nochmal in die deutschen Kinos kommt mit deutscher Sprachausgabe, war extrem nice. Der war super gut. Aber Toonimation hat einiges dazugelernt, will ich nicht unbedingt sagen, aber die Ressourcen für One Piece und Dragon Ball sind einfach viel qualitativ hochwertiger, als wir das kennen. Deswegen, das wird ein krasser Film werden. Mal sehen, ob der Plot den von Film selbst übertreffen kann, weil den Plot finde ich immer noch sehr nice. Optisch gesehen wird das der One Piece Film sein. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht wirklich zu diskutieren. Da kommen wir nochmal zum Opening, und zwar, wir haben ein wenig was von Stampede bekommen. Ein paar Szenen, die wir schon kennen, ein paar, glaube ich, neue. Und zwar, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber man kann ja trotzdem drüber sprechen. Und zwar, die Flying Lamb fliegt wieder. Das ist auf jeden Fall was ich sehr gerne wiedersehen möchte. Wir sehen Smoke Redoux gegen Brook. Das ist auch ganz nice, weil die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Wir sehen Sanji darf auch gegen Smoker kämpfen. Wir sehen Königshaki wieder auf einem anderen Level, das haben wir schon mal gesehen, aber das sieht einfach mega heftig aus, wie Ruffy das Königshaki kickt in diesem Film. Wir haben die CGI-Kämpfer, die bist immer da seid. Wir haben Crocoboy, der auch wieder am Start ist, den ich letztens in One Piece in Minuten ganz schön oft erwähnt habe, was natürlich gestern online gekommen ist. Link dazu ist bei der Beschreibung oder hier beim i. Zoro gegen Fujitora kennen wir auch schon, und hier kommen wir ganz kurz zu einer, ich würde nicht sagen Kritik, aber ich möchte auf jeden Fall eine Sache loswerden in Richtung Stampede-Film. Ich rede auch immer mit Cargo oder Theo oder Mirolox über diese Sachen mit dem One Piece Film, und zwar One Piece Filme an sich sind sehr viel besser geworden. Seit Strong World sind One Piece Filme ernst zu nehmen. Sie sind nicht nur ein Nebenbei-Medium, sondern wirklich eigenständig gute Werke, muss man sagen. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass man Shiki nicht unbedingt im Film gewastet hätte, sondern in der richtigen Serie. Aber vielleicht kommt das nochmal. Wie dem auch sei, um was es hier geht, ist folgendes. Und zwar, One Piece Filme werden immer besser und besser. Das muss man definitiv sagen. Aber das Problem, das große Problem, ist einfach die Gegner. Ich meine, Dragon Ball funktioniert natürlich innerhalb der Serie auch besser als im Film. Aber bei Dragon Ball kann man immer in einem Film was machen. Bojack, Cooler, Janemba, Broly und so weiter und so fort. Man kann immer einen coolen Gegner haben. Bei One Piece ist die Sache, die Gegner, außer vielleicht jetzt im Film Z, aber allgemein sind die Gegner sehr vergessenswürdig. Also man vergisst sie schnell. Es sind nicht krasse Gegner, und auch in dem Film mit Buletto, denke ich, wird das nicht wirklich besser sein. Deswegen, wir sehen auch in dem Opening, dass alle Rooks zusammenkämpfen, also alle Rookies zusammenkämpfen gegen diesen Roboter, also wieder gegen einen riesengroßen Gegner. Und das ist auch mit Tesoro das Problem gewesen. Das war nicht wirklich, wie ich finde, retroperspektiv gedacht, also nicht im Kino, sondern mal zurückgedacht, nicht so ein krasser Gegner. Und deswegen, damit struggelt One Piece immer ein bisschen mit den Gegnern. Der Film wird mega sympathisch sein. Ich freue mich auch unglaublich drauf. Aber ja, die Gegner sind für mich in dem Film immer das ganz große Problem. Und das ist natürlich auch natürlich, weil One Piece funktioniert nur mit diesem Drama. Wir haben eben andere Piraten. Wir haben jemanden, der ein Land besetzt, wie zum Beispiel Ene, wie zum Beispiel Crocodile, wie zum Beispiel Doflamingo. Gerade Doflamingo reicht super weit zurück in die ganze Regierung und das ganze Drumherum bei One Piece, und deswegen ist er als Gegner so viel krasser, und das funktioniert halt in der Serie mega gut. Katakuri erst letztens, super Gegner, aber in einem Film
funktioniert es eben nicht, weil es eben oder Style ist, den Gegner so lange vorzubereiten oder aufzubauen. Deswegen ist es eine Sache, die für One Piece viel, viel schwerer ist, also in einem Movie einen krassen Gegner zu haben. So, wir haben auch Luki im Teaser oder im Opening, aber das wird nur ein Teaser sein, wie immer, mit Luki wird nur geteased. Und das war es auch so ziemlich. Genauso wie Sabo, der wird auch noch kurz auftauchen, aber das ist alles nicht so wichtig. Und ich finde, man hat so ein bisschen diesen Kopfgeldjäger gewastet, also diesen Cidre, diesen Wasserhain. Ich meine, es ist mir eigentlich egal, aber ich habe mir schon immer in One Piece einen Charakter gewünscht, der lonely ist, der ein einsamer Wolf ist und der ein richtig heftiger Kopfgeldjäger ist. Zum Beispiel, ein Arc geht vorbei, dann chillt man, dann erholt man sich und dann kommt eben so ein Kopfgeldjäger, so ein richtig krasser. Das fände ich sehr interessant, aber da müsste natürlich jemand gefangen genommen werden von der Strohbande und dann hätte dieser Arc einen ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Arc mit dem Robin Arc, also mit Enies Lobby und ich denke, sowas werden wir nicht mehr so in der Form sehen. Deswegen, ja, vielleicht auch abseits von der Welt, dass irgendein Pirat, zum Beispiel Kid, wenn er jetzt nicht in Wano Kuni wäre, wenn er nicht gefangen genommen wäre, dass er gegen den Kopfgeldjäger abseits gekämpft hätte oder sowas. Sowas hätte ich ziemlich cool gefunden oder Blackbeard, wie er ihn fertig macht oder sowas in der Art. Aber naja, ich denke, Kopfgeldjäger werden in One Piece nicht mehr wirklich relevant sein oder so. Deswegen so viel dazu. Und ich finde es auch lustig, wie Toonamation in dieser Folge sofort mit offenen Karten spielt. Wir sehen nämlich, dass die Folge anfängt und Toonamation uns direkt sagt mit dem Schiff, also mit der Sunny, hey Leute, hör zu, der Film kommt, der wird cool und so, guckt den bitte. Wir haben im Prinzip keine Ahnung, wann der spielt. Also wir haben keine Ahnung, nach welchem Arc dieser Film spielt. Von Lore aus auch irgendwie gar keine Sicht hier. Aber guckt den Film einfach. Guckt ihn einfach, das ist ziemlich cool. Und ja, G4 wird auch nochmal da sein, aber wir haben keine Ahnung, wann er spielt. Also natürlich ist es immer so, ich meine, bei Dragon Ball Filmen ist es das Gleiche. Man kann immer sagen, wann irgendwo ein Film spielt. Also ungefähr, aber es wird nie wirklich genau sein, genauso wie diesem Film. Da ist es auch sehr, sehr schwierig mit den Zeitabständen, das wirklich in einem guten Rahmen reinzupacken. Aber ist im Prinzip auch nicht so wichtig, muss man sagen. So, und unsere Piraten kämpfen dann gegen Untertassenkrieger. Das war auch sehr, sehr komisch. Und ja, wie gesagt, das sieht nicht so knackig aus wie Wano Kuni. Und es stehen 10 Leute mit diesen Untertassen, die kämpfen. Und nachdem so gefühlt 1000 Leute besiegt sind, stehen da immer noch 10 Leute. Also das fand ich ziemlich lustig, dass da immer noch Leute irgendwie rumstehen, obwohl alle besiegt worden sind. Und ja, der Typ scheint auch nicht so ein krasser Bounty Hunter zu sein, wie er sagt. Also dieser Cidre, denn er denkt wirklich, dass ein paar Pappnasen bzw. seine Handlanger ist hinbekommen, einen 1,5 Milliarden Berry-Typen zu schnappen. Und seine Crew natürlich auch. Also er denkt, dass die genug gewesen wären. Also das ist schon dieser Filler-Vibe, den wir in dieser Folge sehr stark zu spüren bekommen. Und ist auf jeden Fall eine gute Idee, Ruffy alleine gehen zu lassen. Er wird sich ja bestimmt nicht ablenken lassen oder so. Und Ruffy kämpft in dieser Folge gegen verdammt nochmal Getränke. Er kämpft einfach gegen Getränke. Aber nicht so schlimm, denn es gibt wenigstens Fanservice. Halleluja, der Boa Hancock Fanservice kehrt endlich zurück. Das haben wir uns alle gewünscht, seien wir ehrlich. Und Ruffy und Boa treffen sich auf die gleiche oder ähnliche Weise, wie sie sich kennengelernt haben. Das fand ich ziemlich cool, so ein kleines Liebe zum Detail-Ding, das hat mir sehr gefallen. Und ja, Ruffy hat dann auch eine sanfte Landung. Man könnte natürlich hier argumentieren, dass es vermutlich die sanfteste Landung in der ganzen One Piece-Welt gewesen ist. Die Schlangengang ist auch am Start und daran merken wir, okay, das Ganze ist wirklich eine Filler-Folge, weil die ja den Kampf haben und wir diesen Kampf sehen. Aber Ruffy schützt den Rücken von Boa Hancock gegen die Getränke. Also ein wahrer Ehrenmann. Also das ist so meine Lieblingssache innerhalb dieser Folge, weil ich habe persönlich gar nicht dran gedacht und ich fand das wirklich nicht überraschend, aber es hat mir sehr gefallen, dass man das nochmal reingepackt hat, weil man hätte es auch sein lassen können. Aber dieser eine Moment von Ruffy war verdammt nochmal cool, hat mir sehr, sehr gefallen. Und ja, Boa Hancock steht dann auf, wenn One Piece nach Logik gehen würde, was natürlich immer wieder die große Debatte ist, dass One Piece unlogisch ist, bla bla bla, jeder Anime ist unlogisch, bla bla bla. Aber wenn One Piece logisch gewesen wäre, dann müssten die Leute, also die Gegner, alle sterben. Weil Boa Hancock ist aufgestanden, sie konnten Boa Hancock komplett sehen. Das heißt, logisch gesehen müssten sie alle sterben. Das ist einfach klar für mich. Boa bekommt dann ihre Anziehsachen, ja. Das war so das, was mir in der Folge nicht gefallen hat. Aber sie ist wenigstens ziemlich fresh. Ich finde sogar, sie sieht so fresh aus, sie könnte gleich mit nach Wano Kuni kommen. Und der Typ wird dann zum Wasser-Super Saiyajin oder so. Ich weiß auch nicht, was da abgeht, aber es passiert. Und Ruffy entschuldigt sich dann für den Trouble gegenüber Boa Hancock. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Ruffy ist voll der Charmeur in dieser Folge. Ich finde, er hat ein bisschen sowas von Sanji abbekommen. Einfach richtig, richtig nett zu Boa Hancock. Ich weiß nicht, ob er so ein bisschen aufbauen soll. Hey Leute, Ruffy und Boa Hancock am Ende, das wird schon real sein oder so. Aber Ruffy hat sich das echt verdient. Der war echt ziemlich, ziemlich gut in dieser Folge. Also Props an dich, Ruffy. Den G4 hast du anscheinend auch aufreißen von Rayleigh gelernt. Ich meine, hey, Rayleigh war ein wahrer Gentleman. Der wird einiges drauf gehabt haben. Wir haben dann nochmal das Piratenfest, was Boa Hancock Ruffy erzählt.
erzählt und sie zeigt noch ein bisschen mehr. Und zwar erstmal ist es überhaupt die Sache, wie Ruffy wahrscheinlich drauf kommen wird. Und wir sehen hier Foxy Boy, wir sehen Blackbeard und Mr. Freeze auch dabei mit Mihawk-Chan. Also es wird schon interessant werden. Ich denke nicht, dass alle so viel Screenshot bekommen werden, weil es ist in erster Linie ein Rookie-Film, ein Supernova-Film, aber das ist schon cool. Das ist schon wirklich cool, muss ich sagen. Besonders Foxy und Mr. Free, das wird mega, mega nice werden. Da habe ich ultimativ Bock drauf. Und ja, Ruffy muss echt für seine Cola kämpfen und das zieht sich in die nächste Folge, wo seine Crew nochmal kommen wird und er dann gegen die Wasserhainis kämpfen wird. Und ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe keine Ahnung, was ich im Titel schreiben werde, aber für eine Filler-Folge war es in Ordnung bis gut, muss ich sagen. Also es sind nur zwei Folgen. Es ist halt nicht die Boruto-Epidemie, wo man einfach 40 Folgen am Stück bekommt, die genau so sind. Wobei diese Folge besser ist als eine normale Boruto-Filler-Folge. Und bei One Piece kommen wir ja gerade von einer richtigen Filler-Epidemie mit Reverie. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, wo der ganze Arc einfach auseinandergepflückt worden ist mit: Hey, die Person taucht auf. Hey, die hatte doch den und den Arc. Hey, Hälfte der Folge Flashback-Time mit diesem Charakter. Ja, aber die zwei Folgen kann man überleben, weil danach geht es wieder richtig los mit Wano Kuni Action. Und wir haben den Film, deswegen ist es auch nochmal ein riesengroßes Flash. Schreibt aber in die Kommentare, was denkt ihr? Wie fandet ihr diese Filler-Folge? Hat euch die gefallen? Ja, nein? Wie steht ihr dazu? Ich habe auch diesmal keine Kommentare vom letzten Mal mit reingenommen, denn ich werde die Kommentare von der letzten Folge bei der Folge oder bei der übernächsten Folge bringen, wo Wano Kuni wieder da ist, weil die Folge ist hier ein bisschen out of fans, also die ist halt abseits davon, deswegen habe ich das rausgelassen. Wie dem auch sei, ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Abo auf den Kanal da lassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein!